Wir sind je 8 Leute in 3 Kategorien. Das wäre CNC-Drehen, CNC-Fräsen und Automation. Und über die Woche messen wir uns mit verschiedenen Projekten und schlussendlich, wer am besten ist, gewinnt. Das Niveau ist sehr hoch, es ist schwierig. Es kommen Sachen, die ich sonst im normalen Berufsalltag nie mache. Man muss sehr viel überlegen und man hat sehr wenig Spielraum für Fehler. Also man hat jeden Tag etwas anderes zu machen. Und es ist nicht nur handwerklich, sondern man muss auch ein bisschen über den Kopf haben, dass auch alles funktioniert. Ja, in diesem Job fasziniert mich die Genauigkeit und das technische Verständnis, das man muss haben. Und ich habe auch Spass daran, mit meinem Arbeiten. Also, es kam völlig überraschend. Ich habe gemeint, ich habe wirklich nicht gut gearbeitet und es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich kann momentan meine Gefühle selber nicht fassen, was eigentlich hier los ist im Moment. Es ist alles ein bisschen viel und total geflasht. Jetzt in dieser Woche kann ich sagen, dass ich jeden Tag etwas gelernt habe und besser geworden. Und dadurch, ja, es war eine gute Zeit.